Meine lieben Damen und Zuschauer, heute hatte ich eine kleine Idee für Battlefield. Ja, das wird leider kein Standard-Let's Play, kommt aber auch wieder, meine lieben Damen und Herren. Sobald der Miron da ist, geht das sowieso wieder los mit Standard-Let's Plays. Also so richtig so ohne Sensation und alles, einfach ganz so wie früher, weißt du so? Einfach Let's Play und schöne, schöne Battlefield-Geschichten, so in der Art. Ja, aber jetzt hatte ich erstmal was Idee und für diese Idee brauchen wir erstmal Leute hier. Ja, das reicht. Das reicht völlig aus. Mehr ist sowieso zu blöd. Also, es sind schon schön, aber nicht für das, was ich vorhabe. Und zwar machen wir so. Und im Prinzip reicht das schon. Bär und los geht der Scheiß hier. Und dann brauchen wir noch jemanden, der Panzer fährt. Ich verkämpfe mich hier am Spawn und werde auch nicht die ganze Zeit mitmachen. Außer wenn, ja, halt, egal. So, und los geht der Scheiß hier. So. Hinlegen. Und los geht der Scheiß hier. Mama! Was ist das hier alles? Wo bin ich? Wo bin ich? Mama, fahr nicht weg. Fahr nicht weg, Mama. Warte auf mich! Mein Gott! Was ist das hier alles? Warum? Was ist das? Mama! Ich muss unbedingt zurück zu Mama. Mein Gott, ich sehe hier überhaupt nicht mehr durch. Was ist denn das hier alles? Wow! Oh, krass! Ich kann spucken! Das ist ja toll! Keine Ahnung, wozu ich das machen kann. Oh, was ist denn da los? Ich habe das Gespür, dass hier Mama ist. Ist hier Mama? Mama? Mama! Bist du meine Mama? Steady hold your story. Nein, das ist glaube ich nicht meine Mama. Wir finden die schon. Ah, oh, das ist ja auch toll. Ich kann leuchten. Genial. Krass, was ich alles kann. Das riecht aber komisch hier. Was ist das? Oh, das ist ja irre. Das ist ja irre. Aber irgendwie macht mir das auch ein bisschen Angst. Weiß nicht, irgendwie ist das unheimlich. So schwarz. Kann ja mal so ganz vorsichtig. Ah, das ist. Nein, das ist kalt. Da will ich nicht mal. Das ist eklig. Ich muss weiter. Nein! Doch, ich schaff das. Ich schaff das. Ah! Ja! Ah! Mauern sind echt gemein. Ich muss Mama finden. Ich habe das Gefühl, dass ich sie hören kann. Da hinten, das hört sich verdammt nach Mama an. Oh, ich glaube, Mama ist da vorne. Oh, was ist das denn da? Mama, ich komme, rette dich! Was? Wer wird hier Mama? Oh, hallo Kleiner! Ja, ich kann tatsächlich Mama helfen. Das ist ja toll. Das ist super, was du da machst. Mach mal weiter so. Mama, ich werde nicht mehr von deiner Seite weichen. Ah, das ist schön. Irgendwann bin ich auch so groß wie du. Entschuldigung, ja, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, ne? Was macht ihr da eigentlich? Ja, erstmal Schnauze halten, ich muss mich konzentrieren! Oh Gott, Mama, ich bin hier! Ah, fuck! Ja, danke, das ist super. Nein, fahr nicht weg! Ich muss hinterher! Mama! Alles so böse aus. Warum brennt das hier alles?
Was macht der da? Was ist das hier alles? Oh nein, warum legt er sich hin? Ist er müde? Mama? Lebst du noch? Mama? Das ist ja gar nicht meine Mama. Meine Mama war grün. Verdammt, ich muss schon wieder Mama finden. Ah, diese verfluchten Mauern. Die sind echt gemein. Na, kommst du mal trampel nicht rüber oder was? Mama, ich komme. Ich muss hier nur noch rüberkommen. Klar. Ja, nein. Ah. Tja, schon scheiße, aber kleines. Hoffentlich werde ich bald größer. Sag's denn? Mama, ich bin wieder da. Geht's dir gut? Ah, ich hab dich voll krass vermisst. Ah, wirklich? Nö. Mama, erklär mir bitte die Welt. Ich verstehe das hier alles nicht. Na gut, wenn's sein muss. Also, Regel 1, du hast gar nichts zu sagen. Aha, okay. Also, Stimme, Scherz, kannst du schon mal machen. Du kannst Sachen reparieren. Zum Beispiel den Ockel hier. Ich kann auch? Ja, oh. Gib mal Fuß. Ja, ich helf dir, kein Problem, mach ich. Sofort. Also Leo. Boah, was los? Hast du dich gekriegt? Ja, fahr beim Spawn. Nee. Doch. Nee. Doch. Pass auf. Ah, keine Sorge, Kleiner. Ich pass genau auf. Nur deine Mutter wahrscheinlich nicht. Vorklappe. Oh mein Gott. Mach dir nichts raus. Deine Mutter hat einfach nie Kunde vor der Fall. Lachmus sind voll Zeugen für Panzer. Ist das eigentlich Kinderarbeit, was ich hier mache? Schnauze! Hey, guck auf Abdrücken! Gewohnt! Gut, dass ich keinen Schmerz gefunden habe oder so. Ich fand das Wissen ein bisschen kuschelig. Mami, das hast du gerade nicht gesagt. Ich bin euch dein pädophiler Onkel. Bist du mein Onkel? Ja, nicht, dass ich mich erinnere. Tut mir leid, aber ich glaube, Mama muss erstmal mir eine Erlaubnis geben, mit dir zu gehen. Mama, wo geht's hin? Nein, ich bleibe hier. Mama, ich helfe dir. Danke, das war dringend nötig. Klar, wir haben Spinnenschüssel. Oder ich habe Blut verloren. Egal. Weiter geht's. Ich mache euch alle fertig. Wo gehen wir noch hin? Ich kenne den Ort jetzt schon. Auch wenn ich ihn nicht verstehe. Schnauze, du nervst. Guck mal, was ist das da überhaupt? Was macht das für einen Sinn? Sind das Blumen? Keine Ahnung, hab noch nie welche gesehen. Oh, wie traurig. Mama, was hast du getan? Mir geht's ja gar nicht gut. Diese Mama, ja, genau, mir geht's nicht so gut. Aber wir halten es zusammen, Mama. Ja, genau, wir halten es zusammen. Ach, du bist ja, ihr seht so ähnlich aus. Da ist Mama. Reingefallen, Vollidiot. Hallo, Mama. Oh, ich hab grad Onkelchen geholfen. Was, Onkel? Wer? Der Onkel ist ganz doll nett, weißt du? Hä? Wir haben doch gar keinen. Egal. RPG. Was macht ihr da überhaupt? Wir sind verdammt im Krieg, ja. Und dieser Typ, der nervt. Kannst mal da hingehen und töten? Ich soll zu denen hin? Ja, töte den. Der nervt. Ich bin so aufgeregt, Mama. Trau mich das nicht. Boah, ist ganz einfach. Du musst einfach draufhalten und draufputzen. So wie immer. Mama? Was? Mama? Was? Du hast da gerade irgendwas ausgespuckt. Ja, ist normal, Digga. Muss ich das auch machen, wenn ich später größer bin? Klar, ist voll erotisch, sag ich. Moment, was ist erotisch? Weißt du, das ist ein Wort, das mit E anfängt. Und mit X solltest du es lieber nicht verscherzen, wa? Boah, Fickern! Mama! Lass du doch mal so, ich mach dich jetzt fertig! Oh nein, was ist mit Onkel passiert? Warum ist er so rot? Ist der sauer? Wieso rot? Du bist so farbenblind. Mama, was ist mit Onkel passiert? Das sag ich dir lieber nicht. Du sagst mir das nicht. Weißt du, Das sieht irgendwie... Das sieht schmerzhaft aus. Ja, das trifft dich. Ja, der ist krank. Onkelchen. Onkelchen. Lass das, Zeitverschwendung. Komm hierher. Her. Vergiss es, ich werde ihn noch heilen. Ah! Was jetzt? Ja, das passiert. Mama, wo ist Onkelchen hin? Oh nein, im Ernst, das geht wieder Mama, los. Mama, das ist gruselig. Jedes Ständig schlafen hier Leute ein, ich verstehe das nicht. Jedes Kind muss flennen. Mann, das ist Krieg, verdammt. Was ist das überhaupt, Krieg? Das ist... Oh, das muss ich auch irgendwann erklären. Mann, im Krieg bist du böse und bringst Leute um. Hast du verstanden? Ich bin böse?
Ach, Mama! Ich will nicht alleine sein. Wenn ich böse bin, dann wollen mich bestimmt Leute töten. Beschütze mich, Mama. Ich beschütze auch dich. Guck mal, ich repariere und... Reiß dich zusammen! Mein Gott, du kannst doch auch Leute töten. Ah, fix deine mit C4! Aber warum soll ich denn auch gemein sein? Das macht doch eigentlich keinen Sinn, oder? Schon wieder so schlecht. Mama, ich helfe dir. Oh mein Gott, bist du emotional. Mein Gott, ich hau lieber ab, bevor ich noch am Tier ring. Hau ab, verdammt doch mal. Ich habe außerdem HP-Regeneration. Braucht die nicht zwangsläufig. Lerne einfach klar zu kommen, ja. Du hast genauso sterben wie alle anderen. Ah, verfickte Granatenwerfer. Jetzt ist er bestimmt Matsch. Ich geh mal lieber gucken. Denn ich bin nämlich ein Lieber. Also ich bin nämlich der... Moment mal. Habe ich überhaupt einen Namen? Vielleicht kann ich mir einen Namen geben. Mir fällt kein Name ein. Mama! Wie heiß ich? 50 Kaliber. Mama? Das ist meine Rasse. Ja. Wenn ich in die Suche, dann mach ich alles klein. Wenn jemand sauer ist, schalte ich aktiv Schutz ein. Schalte ich aktiv Schutz. Du bist verdammt schnell. Ah, du schon wieder. Was machst du denn schon wieder hier? Kratzer in deiner Wunde. Ah, von wegen Kratzer, Sarah, was ist der Grund? Was machst du Kunst. Da? Kunst? Ja, Kunst ist es doch. Ich mal das Haus an. Kann ich da mitmachen? Wenn du da hinkommst mit deinem Spuck. Ich kann das nicht. War ja wieder klar, ne? Oh shit, da ist was im Weg, ich muss nach hinten. Ich hab einen feindlichen Heli gesichtet. Wie hab ich das denn gemacht? Mama! Was? Wie heiß ich? Oh ne, die Fragen, da hab ich gerade gar keinen Bock. Mama, warte! Mama, du machst ja alles kaputt. Das ist immer Straßenperformance. Kennst du nicht Yusuf Beuys? Voll der Künstler, sag ich dir. Ich bloß wüsste, was sie da vorhat. Na Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich muss echt um das Haus drumherum. Von der anderen Seite. Das geht nicht anders. Wo gehst du jetzt schon wieder hin? Wir haben gerade die Kontrolle über einen Ziel einfach verloren. Oh je. Ich glaube, da muss ich drumherum. Mama, warte! Mein Gott, ist die schnell. Naja, ich muss halt noch wachsen, ne? Irgendwann bin ich auch so groß. Und stark. Mama ist total stark. Hör mal diese Geräusche. Die kommen doch von den Gebäuden da. Oh, das klingt irgendwie ein bisschen unheimlich. Mama, machst du das? Was? Teufel! Das war auf einmal so eklig. Oh, ich glaube, ich habe Öl verloren. Peinlich. Oh Gott, das ist gemein. Oh, das weht. Nein, das ist nicht gut. Ach, das war echt knapp. Mein Gott, ich bin voll erledigt. Hoffentlich kommen die nicht noch hinterher. Oh, verdammter Mist. Das tut aber auch wirklich weh. Mein Mist. Ich kann langsam verstehen, warum Mama immer so ausgerastet ist. Aber ich konnte mich auch nicht wehren. Ich würde die so gerne einfach... Ich muss mich irgendwie abreagieren. Das bringt ja alles nichts. Der scheiß Krieg, das geht doch nie zu Ende. Ich komme nicht raus aus dieser bescheuerten Welt. Warum wurde ich überhaupt reingeboren? Mist.
blöden Sachen hier und vor allem, ich verstehe auch überhaupt nicht, was das hier alles soll. Die Analyse vorne hat auch nicht wirklich was ergeben. Mama? Mama? Nein! Nein, Mama! Das kann nicht sein! Nein, Mama! Hey, du! Sag mal, was ist mit Mama passiert? Ich habe sie zwar kaum kennengelernt, aber ich habe auch noch so viele Fragen an sie gehabt. Mann, ich weiß noch nicht mal, was Ficken ist. Was hat sie so oft gesagt? Verdammt doch mal! Ich hasse den, der das getan hat. Ich werde ihn fertig machen. Das habe ich jetzt geschworen. Verdammt doch mal! Ja, ich schwöre. Mann, steht. Das ist meine Gelegenheit. Ich werde ihn sowas von töten. Also nicht ihn. Ich muss schneller werden. Ich muss irgendwie meine Energie umlegen. Ich kann meine Energie nicht umlegen. Scheiß Akkus. Hey! Du! Panzer! Ich hatte eine ganz wichtige Frage. Der Panzer, der vorhin gebrannt hat, das war doch meine Mama, oder? Das war doch dieser grüne mit Rautenmuster. Sieht ganz genauso wie ich, bloß größer. Ja, Raute, richtig, ja, grüne Raute. Ja, und weißt du, wer es getan hat? Willst du etwa... Ich mach den fertig. Dein Ernst jetzt? Das habe ich spontan geschworen. Naja, wie du meinst. Na gut, hör gut zu. Das war ein grüner Standardpanzer. Grün. Oh Gott, komm bloß nicht, er ist doch scheißgefährlich. Von wegen zu gefährlich. Das ist meine erste Kampferfahrung, die ich machen kann. Ich brauche Kampferfahrung. Ich krieg das schon hin. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht so hinkriegen würde. Außerdem muss ich das einmal üben, ne? Guck mal da hinten, da sind sie. Attacke! Ich greife an! Das tut weh. Planänderung. Ich verzieh mich. Scheiße. Du darfst aber nicht nachher laufen. Hoffentlich kommen die nicht noch hinterher. Die waren aber auch aggro. Mann! Na okay, den Kampf habe ich verloren. Aber den nächsten werde ich nicht verlieren. Für Mama mache ich das alles. Ja, für Mama. Und für mich, damit ich mein Ego befriedigen kann. So langsam verstehe ich das ja auch alles. Das ist irgendwie ein Krieg zwischen Rot und Blau. Und das müssen irgendwie so Punkte sein. Wieso kann ich da überhaupt Sachen ansagen? Ich verstehe das noch nicht so ganz mit diesen komischen Dings, ist, was man da anklicken kann. Aber okay, es geht. Damit kann man bestimmt irgendwann auch arbeiten. Also, so viel ich jetzt verstanden habe, bin ich in diesen Krieg reingeboren und bin wahrscheinlich auch ein Teil davon. Und Mama hat gesagt, ich bin böse und muss Leute umbringen. Naja, und vorzugsweise Rote wahrscheinlich. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. An die Arbeit. Wir werden das ja wohl schaffen. Immerhin wurden wir davon geboren, das hinzukriegen. Ich werde alles geben, Mama. Versprochen. Du wirst mich nicht umsonst geboren haben. So, jetzt schnell. Lonte an und drauffahren. Ja, Solo! Nein, jetzt habe ich sie gegeben. Oh, shit. Ich mach den Garten. Das juckt mich ja kaum. Lieber erstmal nochmal selbst reparieren. Okay. Haben wir jetzt zusammengesteckt. Und, naja. Moment, das ist der grüne Panzer. Standardfarbe. Ich mach dich fertig, du Sack. Du brauchst gar nicht abhauen. Mein Bruder, was hab ich denn getan? Du hast meine Mama getötet. Oh shit, das ist heftig. Ich hab eine Idee. Ich weiß den Typen, was das verursacht hat, ja. Dann super, her mit dem Typen. Ich mach dich alle. Vielleicht war ich ein bisschen zu voreilig. Vielleicht war es nicht so gut, nur aus Rache diese Tat zu begehen. Vielleicht hätte man darüber alles reden können. Aber so ist es nun.